So, voll herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlehand. Es geht hier wieder weiter. Mittlerweile 89.000 Münzen schon wieder, 193 Juwelen und 31 Schlüsselchen gerade mal. Ich würde gerne ein paar Kampfkarten aufrüsten. Und zwar die, die eigentlich hier so benutzt werden, so ein bisschen von Krell und so weiter. Erstmal würde ich den aufrüsten, diesen Lebenssauger. Unbedingt. Wenn das mal ein paar Geister... Alter, wie schade, der dazu kommt. Holy shit. Und das gerade auf Level, Alter, 265 Schaden auf Level 10, das ist schon krass. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter raufballern hier. Das muss ja richtig stark werden, das Ding. 382 Schaden. Ja, der hat ordentlich einen Schadensboost dazu bekommen. Verblüffender Nebel, der ja auf alle geht, würde ich gerne noch ein bisschen höher machen. Und da bin ich fast schon auf Maximumstufe, da werden wir hier noch ein bisschen anderes Zeug reinballern. Den würde ich schon gerne auf Maximum jetzt bringen. Denn Krell soll ja zukünftig etwas sein, den ich die ganze Zeit mitnehme. 144 Schaden, nice Sache. Ja, da Monty jetzt auch noch die gleichen Zauber besitzt wie er, würde ich gerne noch ein bisschen was hiervon aufrüsten. Das, was halt beide benutzen eigentlich. Zaubergranate ist ja schon Maximum. Schreckstab, Heilzauberblasenschild, Zaubergeschoss. Okay, das nicht mehr. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. So, Bree braucht noch ein bisschen Stärkeres, denn ich hasse es, wenn sie immer so schwache Angriffe hat. Wenn das mal das hier ein bisschen aufrüsten. Werden wir Waldzeug dafür nehmen? Den Bodenfall werden wir erstmal aufrüsten. Nö, wunderbar, das passt. Der ist schon mal Maximumstufe, das ist gut. Messerscharf. Das wird so. Komischerweise habe ich so oft Messerscharf in den Kämpfen und das ist einfach so scheiße schwach, das Ding. Deswegen muss ich es erstmal ein bisschen aufrüsten. Ja, dummerweise bringt mir das jetzt nicht so viel. Ich habe auch kaum noch Karten. Ich kann so ein bisschen laternenmäßig was nehmen. Monty braucht das gerade nicht. So, zweimal noch. Dann will man das auch mal aufrüsten. 101 Schaden, das Ding jetzt. Das ist super. Stumpfer Pfeil auf jeden Fall auch noch höher. Und da muss ich langsam echt mal wieder ein bisschen neues Zeug hier sammeln. Wobei, dann eher mal lieber ein bisschen Wasser. Bisher habe ich nämlich noch keine Wassereinheiten. Wasserkarten. Wassereinheiten schon richtig. So, und hier vielleicht noch ein Stinkekäse mit drin. Nehmen wir noch eine. Ne, Quietscheente nicht. Noch ein Stinkekäse. Wunderbar. 159 Schaden ist also schon mal super stark geworden. Also, Bree ist fast wirklich perfekt. Kampfkarten noch einmal wollte ich hier noch irgendwo. Hier, ihn wollte ich noch aufrüsten, wobei. Achso, das ist ja das, was Bree auch noch benutzt, siehst du. Genau, deswegen habe ich den nicht aufrüsten wollen, weil er die gleichen Skills hat wie Bree und er wirklich scheiße ist in den Kämpfen. Windblastpfeil kommt auf jeden Fall noch höher, den benutze ich so oft, aber es ist so schwach. Okay, reicht auf 40 Schaden. Abprallpfeil hätten wir hier noch, den mal aufrüsten. Ich weiß nicht, wer von den anderen noch Abprallpfeil benutzt, aber wir wollen auch noch aufrüsten, denke ich mal. Und dann habe ich nämlich kaum noch Karten. 99 Schaden, 99 Schaden. So, reicht. Jetzt habe ich genug Karten aufgerüstet. Quests, los geht's, Teil 2. Mindestens Kampfkarten noch so, weil ich die Geisterdinger verbessert habe, logisch. Los geht's, Teil 3 habe ich noch verbessert, weil ich gerade irgendwo noch irgendwas verbessert habe. Und jetzt können wir Krell erstmal entwickeln, ja, das ist auch wichtig. Freischalten, das Ding hier. Wenn ich ihn die ganze Zeit benutze, habe ich das schon freigeschaltet, habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Okay, wenn wir das freischalten. Das kann man noch verbessern, den Bollwerk, einen höheren Truppenschild, mehr heilen und einen höheren Truppen machen. Okay, kann ich jetzt nicht. Gut, dann fangen wir an. Schlage 10 Gegner auf Ebene 1. Habe ich heute schon gemacht, deswegen kann ich, glaube ich, gerade kein Dings mehr benutzen. Entwickle Hawkeye. Hawkeye muss Teil deines Trupps sein. Habe ich das schon fertig oder nicht? Okay, kämpfen wir einmal ganz kurz. Wir machen mal den Knollenwald wieder weiter, würde ich sagen. Wobei, wenn wir jetzt Krell gemacht haben, dann nehmen wir die Wasserwege. Der Kloakenkamerad. Wir haben mal Bree und ihn mit dabei. Versuchen wir mal hier einen Kampf zu starten. 29 Plünderschlüssel habe ich mittlerweile, aber ich kann die nicht wirklich benutzen, weil ich einfach so krassen Schlüsselmangel habe. Lebenssauge, 382 Schaden und ein Blastpfeil, 31 Schaden. Okay. Muss man noch verbessern. Erstmal, wenn man hier so ein bisschen. Piu! 573 Geister schon so krass. Beide tot. Oder er tot, meine ich. Jetzt hat er mittlerweile auch ein Skill, den wir theoretisch benutzen könnten, wenn er dann
maximiert ist bald. So, beide gehen auf ihn, so wie ich das sehe. Ja. 500 Schaden, alles klar, du Penner. Aua. Aua. Kalte Schulter. Geisterschaden, der geht schon wieder. Ihr wollt schon sagen, geht schon wieder auf ihn. Dann wäre ich aber irre geworden, ey. Lebenssauger. Holen wir uns erstmal wieder ein bisschen Leben wieder, Kollege. Deflektionsspitze, weil er, ja, kalte Schulter ist mies, dass er ständig, aber die Skills sind so nice und Zaubergranate. Oh, guck mal, er hat sogar den Skill benutzen können. Heimsuchen. Erstmal meine Gene heimsuchen. Bam! Geisterschauen enorm viel Verteilung, glaube ich, reduziert, ne? Ja. Plus 20%. Ah, das ist krass. Das ist wirklich gut. Heilende Eile haben wir noch. Alter, das ist so krank, ey, ohne Witz, Mann. Bam! Tot! Unter 25, ich weiß nicht, ob ich 50% HP habe. Oh, 51%. Gerade so noch geschafft. Holy shit. 1090 Coins, das ist nice. Ein Anker, noch ein Plünderschlüssel. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit der Elite an. Kämpft. Der Krell ist ziemlich heftig. Er ist gerade bei Level 11 und hält es aber trotzdem noch gut aus hier. Er hat ziemlich krasse Skills. Hat er Blutsauger. Ja, Lebenssauger natürlich, nicht Blutsauger. Werde ich immer sagen. Ich werde immer Blutsauger sagen. Messerschaft. Wie Schaden macht er? Sehe ich das gerade nicht mehr. Sollte er ihn nur am Leben lassen, was er natürlich nicht getan hat, dann... Ja. Hätte ich ihm jetzt sonst den Todesstoß verpasst. Er geht schon wieder auf Krell. Deflektionsspitze. Machen wir mal den Pfeil hier. Bam, 159. Okay, dann machen wir jetzt Zauberer, verblüffender Nebel ist besser und Deflektionsspitze. Der Schaden ist so heftig. Batsch! Ja, da habe ich jetzt drauf gewartet, im Video die ganzen Karten aufrüsten zu können, damit meine Gegner, damit meine Einheit ein bisschen stärker sind. 669 und ja, viel Zeug halt. Ah, ich habe schon wieder was Falsches gemacht. Entwickle Hawkeye ist fertig. Wobei, nein, habe ich nicht gemacht. Schalte die verbrannte Burg frei, Elite-Forscher. Habe ich was Falsches gemacht? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Gehen wir wieder die... Schalte Montis Fähigkeit... Die müssen 50% Leben bleiben. Okay, das muss ich dann später. Schalte die verbrannte Burg frei, dann muss ich erstmal eine Mission machen. Brombs Ausdauerkraftakt, da muss ich die beiden Dinger noch auf... Wobei es relativ einfach wird, das mache ich dann demnächst. Schließe 10G... Ah, okay, das muss ich auch noch machen. Machen wir die nächste. Wässrige Überraschung, Elite. Das ist aber auch kein Problem, glaube ich. No, 31 Plünderschlüssel mittlerweile. Holy shit, ey. Muss ich wirklich immer mal einsetzen, wenn ich keine Zeit habe, die ganzen Dungeons normal zu machen. Lebenssauger. Bodenpfeil. Noch ein Bodenpfeil. Zack. 573 Geisterschaden. Holy shit. Leider keine Deflektionsspitze. Schade. Ah, ich muss sagen, Krell ist im Wasserdungeon mega geil. Tschu! Oh, verblüffender Nebel ist immer noch nicht aktiv. Komm schon. Die haben auch wirklich immer nur eine Runde, die Viecher, ne? Holy shit, ey. So, dann mal heimsuchen, mein guter Freund. Bam! Gegnerschaden und richtig Defense weg. Aber ich habe locker über 50% noch. Aber ist gut. Krell kriegt relativ einfach die Punkte aktuell zusammen. Weiß nicht warum. Vielleicht, weil er so wenig HP hat. Aber noch 66% gehabt, ja, war jetzt nicht gerade so easy. Stufenaufstieg. Beide sind Stufen aufgestiegen. Krell hat eine Geisterrune erhalten. Nice. Und Bree hat schon wieder die maximale Stufe erreicht. Mann, Mann, Mann. Hand eines Golems. Schön. In die Traufe. So, kann trotzdem noch die komplette EP-Leiste vollkriegen. Und Krell muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr leveln. Mehr leveln, mehr leveln. Aber jetzt ist es einfacher, jetzt wo ich die ganzen Karten aufgerüstet habe. Wir werden auch gleich den Rest noch aufrüsten, denke ich, an Karten. Lebenssauger, nice. Bam. Der wird sowieso tot sein. Ja. Verblüffender Nebel, nee, lass mal. Okay, die gehen auch so erstmal down. Nächste Runde ist der verblüffende Nebel besser. Aua. Batsch. Okay, zwei nur. Das lohnt sich jetzt nicht so wirklich, oder? Ah, müssen wir machen.
Und so machen die so viel Schaden. Die geht schon wieder auf beide auf Krell, ist ja irre. Lebenssauger. Verdammt. Heimsuchen lohnt sich jetzt nicht. Deflektionsspitze war super. Ach, der ist sowieso tot. Das ist egal. In zwei Runden ist das Ding, ja, ist gegessen. Niu. Batsch. Holy shit, ist das Ding stark, ey. Wenn wir das endlich weiterentwickelt haben, das macht irgendwie, keine Ahnung, 3000 Schaden oder so auf maximaler Stufe. Mit maximaler Weiterentwicklung. Das ist echt heftig, ey. Einfach nur heftig. Oh, ich habe keine Schlüssel mehr. Ich habe genau auf den letzten... lol. Ich habe genau auf den letzten Schlüssel gekämpft. Nice Sache. Und wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung. 1200 bis zur nächsten Ruhmstufe. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, Kampfkarten. Ich werde noch was aufrüsten. Wer hat denn hier noch... Wir werden mal gucken hier. Er zum Beispiel hat nur scheiße Blitzfeuer. Müssen wir aufrüsten. So, noch einmal höher bitte. Und dann... Ja, müssen wir einen Stinkekäse da reinpacken. 148 Schaden. Ansonsten... Oh, sieht echt gut aus. Also, es sieht wirklich sehr gut aus mittlerweile hier. Monty hat vielleicht noch... Ja, ein glühender Stab. Den muss ich auch irgendwo mal rausnehmen. Ich finde den jetzt nicht so doll, den Skill. Stumpfes Schwert müsste ich noch höher machen. Scharf oder vor allem eher. Holy shit, er muss ja richtig aufgerüstet werden. Und irgendwo muss das Gegenstück noch sein zu ihm. Weil er ist der Einzige, der hier wirklich. Also er und er und er und er passen zusammen. Aber irgendwie fehlt hier noch was. Scharfer Dolch. Den wollen wir auf jeden Fall noch höher stufen. Auf 24 ist ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. 31 Schaden ist in Ordnung. Schon mal besser. Ah, stumpfes Schwert, explosiver Beutel. Schreckstein, Blitzling ist auf jeden Fall schon mal höher, das ist gut. Soßenflasche brauchen wir gerade nicht. Stumpfes Schwert muss ich aufrüsten. Aber für, mit was? Ungern mich die ganze dieses ganze Wasserzeug nehmen, aber naja gut. Ups, habe ich jetzt aufgeklickt. Gut, für 1370 machen wir stumpfes Schwert 177 Schaden, das ist in Ordnung. Schreckstein da eben dummerweise auch benutzt im Autokampf, muss ich ihn auch noch aufrüsten. 105 Schaden, das ist auch in Ordnung. Ja, das heißt also, ich kann jetzt relativ easy Auto kämpfen. Ich habe kaum noch Karten, also ich muss wirklich mal langsam mehr Karten, wieder mehr Material, meine ich, holen. Aber das ist nicht so einfach. 266 Juwelen habe ich. Ich denke, dass mir nächstes Mal werde ich mir wirklich Material kaufen. Ich meine, hier sind... Ne, das ist nur für das Apothekarium. Das ganze Zeug ist für das Apothekarium. Und das ist auch viel zu teuer. Das ist wirklich... Ich glaube, das ist wirklich alles nur Apothekarium. Das ist nutzlos für mich, deswegen lieber die Goldkiste. Weil natürlich hier fünf Materialien ist eigentlich nicht wirklich was Dolles. Fünf Materialien ist eigentlich ein ungewöhnliches Material. Wobei natürlich hier extrem viel Zeug drin ist, ne? Also, sicherlich wertvoll. Wir werden mal eine Goldkiste aufmachen. Einmal eine. Ein Feuerkristall, Erzklumpen, Müll, Müll, Müll. Okay, warum habe ich jetzt so Müll bekommen? Das ist nicht Material gewesen jetzt, Leute. Das war kein Material, was ich brauche, was ich bräuchte. Ja, es ist ja trotzdem das hier, ne? Gut, also Material ist es nicht. Das ist Kartenpakete, was ich brauche. Ich beim letzten Mal, keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Beim letzten, ich habe 39 Schlüssel bekommen. Das ist mega buggy, ohne Scheiß, Mann. Das ist so krass buggy, dieses Spiel. Besuch aus dem Wald. Machen wir eins noch? Nein, wir sind bei 13 Minuten. Okay, plündern wir die Gegner. Plündern wir, was das Zeug hält. Und zwar fangen wir hier beim Plündern an. 9 Schlüssel brauche ich dafür. Holy shit. Ums Luftrune. Hm. Oh, ein Anker, nice. Und nochmal eine Seekarte und ein heiliges Buch. Schön. Und da kann man hier vorne noch plündern. Im Knollenwald. Auf normal, bei mir hier hinten, bei dem Ding. Plünderung. Ah, eine Laterne, wunderbar. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen was gebracht noch. So, was kann man sonst noch aufrüsten? Ich habe ja noch extrem viel Materialien, was das Feuerzeug angeht, oder? Ja, 9 Laternen. Wir werden das auf jeden Fall mal verbessern. Ich habe kein Füllmaterial mehr. Mist. Glühender Stab. Zaubergeschoss. Schreckhitze. Werden wir noch aufrüsten. Okay, ich glaube, das ist too much gewesen. Ja. Das wäre sowas von too much gewesen. Machen wir noch 2 von denen. Dann ist gleich besser. Jetzt haben wir das schon mal Maximum. Übler Pfeil. Was habe ich denn sonst noch hier extrem? Ich habe eigentlich nur Monty viel, oder? Ja, naja, auch nicht mehr so viel. Okay. Ich habe nicht mehr so viele. So, hier, die 29 Dinger habe ich nur noch. Also viel ist das jetzt nicht mehr.
Können wir uns übrigens einen neuen Helden holen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube erst ab 11, ne? So, Logan oder Gilda? Ich glaube, Gilda wollte ich mitnehmen, oder? Ah, okay, Raumstufe 12 brauche ich dafür. Ja, ich wollte Gilda mitnehmen, definitiv. Also werde ich erstmal wieder ein bisschen leveln. Ihr kennt es ja, hier sind wir schon bei 10,5. Werde wieder alle aufrüsten, soweit ich das kann. Hier fehlen nämlich noch einige Level. Die beiden müssen noch 8 Level, eher noch Maximum, Brie noch Maximum Level. Dauert noch ein bisschen. Und gerade hier kann ich noch alles aufrüsten. Holy shit, Truppangriffsbonus ist nicht übel. Trupp heilen nochmal um 15 Leben dazu ist auch nicht schlecht. Wir können aber auch einfach mal das Apothekarium aufrüsten. Wir können sogar Karten entwickeln ohne Ende. Eieiei, ich könnte so viel aufrüsten. Verblüffender Nebel könnte ich aufrüsten, aber ich glaube... Alte Chance von extra Auslösung von 0 auf 10%. Dafür, dass nochmal 8000 bezahlen, ist glaube ich nicht worth. Aber für verblüffender Nebel schon krass ist. Wir werden es mal weiterentwickeln. Chance auf Auslösung von Extras, 95% Chance auf Verwirrung für 5 Runden. Nächste Karte entwickeln. Der Bodenfall wird entwickelt. Brie muss noch besser werden. Noch viel stärker. Weiterentwicklung. Ja, ich habe halt kein Dings mehr. 1% Erhöhung. Okay. Messerscharf Wind durch Blitzklinge können wir noch verbessern. Okay, ich habe keinen Sand der Zeit mehr. Auf 371 Schaden auf Maximumstufe. Ja, mal noch eine Winddurch, wenn wir noch mitnehmen. Ich besitze wieder 12 Stück davon, habe keinen Sand der Zeit mehr. Das heißt also hier 158 Schaden. Jetzt kann man den noch aufrüsten, theoretisch. Da muss ich ja wohl. So, Brie war gewesen, der Bodenfall. Check. Bam, 1250. Ansonsten nichts mehr. Hier war, glaube ich, was gewesen. Nein, ich glaube, er hat noch was. Ja, Winddurch. Aufrüsten und die Blitzklinge noch ein bisschen stärker machen. Müsste ich Wasserzeug nehmen. Na gut. 314 Schaden. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal mit Upgrades. Ich kann sie erstmal wieder sammeln gehen. 17 Karten habe ich nur noch. Siehst du, Apothekarium wollte ich verbessern noch. Du benötigst. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Das ist da unglaublich. Gut, ja, das war's gewesen mit der weiteren Folge Battlehand. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, werde ich wieder ganz, ganz viel gemacht haben. Und ja, bis dahin, ciao.